Es gibt wieder neue Infos und Gerüchte um Fortuna Düsseldorf. Das letzte Video ist ja circa 3 bis 4 Tage her und in dieser Zeit hat sich wieder einiges getan. Bevor es mit dem Video losgeht, lasst natürlich gerne einen Like auf das Video da. Das würde mich sehr unterstützen. Ich gebe mir bei diesen Videos immer sehr, sehr viel Mühe. Es ist nur ein kurzer Klick für euch, aber hinter diesem Video steckt sehr, sehr viel Arbeit und ich lese euch direkt mal vor, um was es in diesem Video geht. Erstmal gehen wir auf einen spannenden Teil ein und zwar, wie es mit Christos Solis weitergeht. Es gibt einige Transfergerüchte. Dann gibt es noch ein Transfergerücht um Putschas. Ich weiß nicht, ob man ihn so richtig ausspricht. Er ist auf jeden Fall Linksverteidiger von Kaiserslautern. Dann verlässt uns ebenfalls Karol Nimczyski. Er wird zu Darmstadt gehen. Es gibt aber auch einen neuen Ersatz. Darauf kommen wir auch nochmal in diesem Video. Dann stelle ich euch außerdem die größten Marktwertgewinner vor. Da gibt es nämlich auch einen Kracher. Ich denke, ihr könnt euch schon denken, wer es ist. Infos zu den Dauerkarten gibt es ebenfalls und Termine zu Testspielen auch. Also in diesem Video erfahrt ihr wirklich sehr, sehr viel über Fortuna Düsseldorf. Wir legen los mit Christos Zolis. Wie ihr wisst, sind Gladbach, Union und Werder Bremen an ihm interessiert. Wir gehen mal kurz auf die Vereine ein. Gladbach hat sich eigentlich schon so gut wie aus dem Rennen verabschiedet. Zu Werder Bremen gibt es keine genauen Infos bzw. keine neuen Infos und einen Wechsel zur Union kann ich mir einfach nicht vorstellen. Es ist aber ein Verein dazugekommen und zwar Mainz 05. Sie haben der Fortuna auch schon mitgeteilt, dass sie Interesse an Christos Zolis hätten und einen Wechsel kann ich mir zu Mainz auf jeden Fall vorstellen. Sollte Leistungsträger Gruda auf jeden Fall gehen, hätten sie die finanziellen Mittel, um Zolis zu kaufen. Ob er dann wirklich wechseln wird, ist noch unklar. Denn so ein bisschen Hoffnung habe ich noch. Denn Christos Zolis kann bei uns bleiben. Wir haben ja die Kaufoption gezogen und er hat auch gesagt, dass er gerne bei uns bleiben würde. Er hat zwar eine Ausstiegsklausel von 6 Millionen, das heißt aber nicht, dass er direkt wechseln wird. Bei der Ausstiegsklausel müssen beide Vereine nicht miteinander verhandeln. Mainz würde also die 6 Millionen zahlen und dann direkt in die Verhandlungen mit Christos Zolis rübergehen. Da müsste Christos Zolis dann entscheiden, will ich gehen oder will ich nicht gehen. Wenn er sagt ja, wird er wechseln, wenn nein, dann wird er bleiben und das macht mir so etwas Hoffnung. Die Ausstiegsklausel von 6 Millionen kann bis zum 15. Juli gezogen werden, also heißt es für uns Fans einfach nur hoffen und warten. Kommen wir jetzt mal zum Transfergerücht um Puščas. Er ist Linksverteidiger von Kaiserslautern, hat dort auf Leihbasis gespielt und 11 Scorer gesammelt, was wirklich sehr, sehr stark ist. Der Marktwert von 2 Millionen Euro spricht auf jeden Fall für sich. Er ist aktuell bei Union Berlin unter Vertrag. Der Vertrag läuft noch bis 2025, also könnte er im Sommer 2025 ablösefrei wechseln. Also falls Union Berlin noch etwas Geld für ihn kassieren will, müssen sie ihn diesen Sommer auf jeden Fall verkaufen. Laut einem polnischen Bericht soll Fortuna Düsseldorf vor dem Relegationsspiel gegen Bochum an ihm interessiert gewesen sein. Ich blende euch mal die Quelle hier unten natürlich auch ein. Nachdem wir aber die Relegation verloren haben, ist es denke ich mal unwahrscheinlich, dass er zu uns kommen wird. Er hat einen Marktwert von 2 Millionen. 2 Millionen Euro ist für unsere Fortuna viel Geld und ebenfalls ist Augsburg an ihm interessiert. Sie könnten ihn sich locker leisten und hat auf jeden Fall das Potenzial in der ersten Liga zu zocken und deswegen denke ich, wird der nicht zu unserer Fortuna gehen, was natürlich schön wäre als Linksverteidiger nochmal ein Backup oder vielleicht sogar ein Ersatz für Gavori. Er wird zu 99% zu Augsburg wechseln. Nachdem uns unser dritter Torwart Dennis Gorka verlassen hat, wird uns auch unser zweiter Torwart Karol Nimczyski verlassen. Er wird zu Darmstadt 98 wechseln. Der Wechsel ist so gut wie fix, das hat Fortuna gepostet. Darmstadt hat das auch gepostet bei Instagram. Aber wir brauchen jetzt einen neuen Ersatz. Und es wird auch schon ein Spieler gehandelt, und zwar Ben Voll von Viktoria Köln. Er wird doch nicht kommen, er hat nämlich seinen Vertrag schon bei St. Pauli unterschrieben. Kommen wir nun zu den neuen Marktwerten der Fortuna-Spieler, die sich positiv verändert haben. Wir legen los mit Christos Zolis. Von 7 auf 10 Millionen, das ist wirklich geisteskrank. Dann haben wir Tanaka von 3,5 auf 4 Millionen. Engelhardt, der hat auch einen sehr, sehr großen Sprung gemacht von 2,8 auf 4 Millionen Euro. Siebert hat auch nochmal einen kleinen Sprung gemacht von 2,5 auf 3 Millionen Euro. Joa hat einen kleinen Sprung gemacht von 1 Million auf 1,2 Millionen Euro. Und Oberdorf hat die 1 Million Marke erreicht. Sein Marktwert ist von 800.000 Euro auf 1 Million Euro gestiegen. Kommen wir nun zum Dauerkartenverkauf. Ihr könnt alle Infos natürlich unten in der Videobeschreibung nachlesen. Ich habe euch die Seite von der Fortuna mal markiert. Phase 1 ist Mitte Juni. Diese wird 6 Tage dauern. Dort können alle Dauerkarteninhaber ihren Platz verlängern. Nach dieser ersten Phase, die 6 Tage dauert, kommt Phase 2 und die wird 4 Tage dauern. Und dort können alle Dauerkarteninhaber einen neuen Platz auswählen. Zum Beispiel seid ihr in 155, ihr habt keinen Bock mehr im Block 155 zu sein, wollt in 156 sein, dann könnt ihr das in Phase 2 machen. In Phase 3, die 2 Tage dauert, können sich dann alle Mitglieder eine Dauerkarte holen. Und nach dieser Phase 3, die 2 Tage dauert, kommt dann logischerweise Phase 4,
wo die Dauerkarten dann in den freien Verkauf gehen. Da ist es komplett egal, ob ihr Mitglied seid, Dauerkarteninhaber. Da kann sich jeder eine Dauerkarte kaufen. Dann habe ich nochmal alle Termine im Überblick für euch. Am 3. Juli geht es zurück auf den Trainingsplatz. Am 7. Juli gibt es dann das erste Testspiel und zwar gegen den Holzheimer SG. Vom 11. bis 19. Juli geht es dann ins Sommertrainingslager in Oberösterreich. Am 20. Juli gibt es dann ein Blitzturnier in Offenbach und da habe ich wirklich richtig Bock drauf. In dem Turnier werden die Mannschaften Fortuna Düsseldorf, Kaiserslautern und Offenbach vertreten sein. Düsseldorf spielt gegen jede Mannschaft einmal, also ein Spiel gegen Offenbach, ein Spiel gegen Kaiserslautern. Die Spiele werden eine Stunde dauern und da habe ich einfach Bock drauf. Man kann sich auch Tickets holen. Blendet euch das mal hier irgendwo ein, in der Videobeschreibung natürlich auch. Ich bin auf jeden Fall am Start, supporte die Fortuna und ja, das dient einfach zur Saisonvorbereitung. Dann haben wir am 27. Juli ebenfalls ein Highlight und zwar das Testspiel gegen die Freunde aus Ipswich Town in England. Da bin ich leider nicht vor Ort. Ich habe noch einiges zu tun und man kommt natürlich bei so einer Reise auch auf seine Kosten. Und vom 2. bis 4. August beginnt dann wieder die zweite Bundesliga. Schreibt eure Meinung zu diesen ganzen News gerne in die Kommentare. Wie geht's weiter mit Solis? Wir müssen einfach nur warten. Ich bin auch beim Spiel Deutschland gegen Griechenland. Dazu wird ein Stadionvlog kommen. Der Stadionvlog wird wahrscheinlich nach diesem Video hier kommen. Deswegen abonniert gerne, um nichts zu verpassen, falls ihr noch nicht abonniert habt. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Video.